Ja, meine Eltern waren sehr stark in meine Karriere involviert. Meine Mutter ist mir immer ins Training gefahren. Das war vor allem in der Woche, manchmal auch auf Bier. Und mein Vater, mit ihm bin ich immer an das Schweizer Turnier gefahren am Wochenende. Ich war schon mal durch die ganze Schweiz. Daher haben sie sehr viel für mich gemacht. Und nachher, mit 13 habe ich mich entschieden, dass ich auf Bier gehe, in Swiss Tennis. Und das haben sie eigentlich von Anfang an auch unterstützt und sind dafür gewesen. Haben Sie sich eigentlich immer versucht, im Hintergrund zu halten? Oder? Sie haben eigentlich die Infrastruktur gestellt, oder? Mir ermöglicht, die Turniere zu spielen, dass ich genügend Tennisstunden kriege, oder? Das haben Sie natürlich alles bezahlen müssen. Aber beim Spielen selber haben Sie sich im Hintergrund gehalten und da war ich eigentlich dann auf mich alleine gestellt, oder? Und ich denke, das war sicher gut so. Also meine Eltern haben immer eigentlich ihre Meinung geküsst, aber zum Schluss ist das der Coach gewesen, der eigentlich entschieden hat. Und ich glaube, das ist für mich etwas, was unglaublich wichtig war, ob ich jetzt bei Swiss Tennis gewesen bin und ob ich dann nachher privat mit dem Coach angefangen zu arbeiten habe. Meine Eltern haben gewusst, sie wissen nur so viel über Tennis und der Experte ist eigentlich der Coach. Aber klar müssen sie schauen, dass alles richtig abläuft. Aber ich glaube, es ist vor allem das Vertrauen in den Coach selber, wo dann das eben am Spieler weitervermittelt. Vor allem, wenn sie jung sind, natürlich, ist es eigentlich entweder wie eine Vaterfigur oder eine grossere Bruderfigur. Also, meine Coaches dazu mal haben mich eigentlich nicht nur weitergebracht im Tennis, sondern auch als Menschen, oder? Und ich glaube, da ist es eben auch, wo die Eltern können mitschauen, aber sie müssen auch die Distanz haben zu den Coaches und eben auch arbeiten lassen.